aus dem ersten Ansatz der Regierung Bullen, die sein Beerdigungsbruch die beschreiben, wie ich eine lineare Beschreibung nicht besser tun kann. Mercury, ein Mogulturm, und die Töchter zeigen, glaube ich, von Mercury hier eindeutig auch die Handschrift ihres Großvaters. Dahingehend, es sind Kühe im mittleren Rahmen mit genügend Stärke, mit mittlerer Länge, mit hervorragenden Häutern und mit soweit korrekten Fundamenten. Hier und da gibt es vielleicht den Ansatz, etwas mehr Wiesel zu entscheiden. Mercury, ein Modulsohn aus einer dummen Mutter und auch aus einer maskvollen Großmutter. Die Mutter direkt kommt nach Hessen in den Gebiet Jochen-Weisel, den er gezüchtet hat, durch das Embryonenzuchtprogramm von Kopfkuh, das Embryo importiert. Und aus der Mutter hat es hervorragende Nachwuchs bisher gegeben. Nicht nur auf der männlichen Seite, sondern auch auf der weiblichen Seite. Neben Mercury hat sie drei weitere Söhne für die Besamung produziert, wie bei der Masterin, bei der RBW und bei uns natürlich zehn weitere Söhne haben. Für nun der Molto, bei der Masterin, der Lokoli, bei Hexoso, mein Kollege, bei uns also unter dem Frau eben bei Hexoso, bei der RBW. Also das ist gut, die hervorragend züchtet auf der männlichen Seite, die aber auch ist das Stehen auf der weiblichen Seite zu züchten. Und hier gehen wir dann auf die Großmutter zurück, auf die Yelanda, eine Galicut-Tochter. Und diese Großmutter in der dritten Generation, die war eine, ich würde das wie eine Großschwester im Pulling Masai, die ehemals Nummer 1 im TPI in den USA. Eine Großmutter und Mercury, die konnten sie, es wird die Yelanda, damalige Zerwechselte Yelanda, konnten Sie sehen auf der Deutschen Holsteinschau, die ist in Zukunft 2013 über 20.000 Euro verkauft worden. Und diese Kuh ist sowohl erfolgreich im Schaubild in der Produktion als auch eine erfolgreiche Bulldogger. Und auch sie hat die Genetik weitervererbt an ihre Söhne. Mercury, ein Bulle, der vor allen Dingen bestimmt durch die Fitness seiner Töchter. Er hat den dritthöchsten Fitnesszuchtwert der deutschen nachkommengeprüften Bullen in einem Wertsystem von 141. Der besticht durch seine Eignung für Fersenbelegungen, für Fersenkalbungen und der besticht durch seine hervorragende Euter, die heute hier auch in Natur sehen können, mit einem Euterzuchtwert von 132 und einem Fundamentzuchtwert von 130. Töchter im mittleren Rahmen, etwas später in der Entwicklung, wobei Sie beachten müssen, die Töchter von Mercury bisher in der Nachzuchtbewertung beurteilt wurden, das sind in der Summe 271 Töchter in 60 Betrieben. Die haben ein durchschnittliches Erstkalbalter von knapp 25 Monaten gehabt. Also, auch hier im Sinne der Betriebe am Ergebnis, was wir möchten in den Betrieben. Tiere, die wachsen, Tiere, die belegt werden können, Tiere, die passend im Erstkalbalter in unseren Betrieben vorgestellt werden können. Der Leistungszuchtwert auf mittlerem Niveau, was die Milchmenge angeht, mittlerweile 515 Töchter in 115 Betriebe mit knapp 500 Kilogramm, aber mit sicheren Inhaltsstoffen und plus 0,14 Fett und plus 0,06 im Eiweiß. Mercury-Töchter zeigen uns den Typ einer etwas spätreifen Kuh, die sicherlich zum zweiten und zum dritten Halb sich noch entsprechend entwickeln wird. Wir haben natürlich von der Anpaarungsgrundlage mit den zahlreichen Goldie-Töchtern in Thüringen und Hessen Goldie unser absolutes Spitzenbewerber im Typ, in der Typbewerbung, aber natürlich eine hervorragende Grundlage für solche Einzelhöchchen,
Und ich denke, in vielen Betrieben wird er Bundes, gerade wegen seiner hervorragenden Produktionseigenschaft und wegen der Fitness seiner Töchter, auch hier sehr viel Freude finden und sehr viel Zustimmung finden. Sie sollten bei der Anfahrung sicherlich auf die Größe der 4,80 m, Sie sollten vielleicht auch die Stärke im Auge behalten, wobei, wenn Sie mich fragen, wenn diese Töchter hier die, dann und dabei berücksichtigt, dass sie knapp 25 Monate im Resthalbealter gewesen oder zeigen, dann muss man sagen, auch das passt. Hervorragend, die Euter in der Ausbalancierung, im Anlass hervorragend in der Vorderlänge, im Hinterhäuter sitzt, sehr korrekt in der Stichplatzierung, wobei im Leandophil die Stichplatzierung etwas von innen angezeigt wird. Und ich so in dem Maße meine Töchter hier nicht erkennen kann. Wir sind froh, diesen Bullen zu haben. Und die, die ganz aktuell an Zeitungslesen sind, wird für dieser noch gesagt, dass er bei Wetterkategorie auch ein A2, A2 hat. Also von daher auch hier nochmal ein passender Hinweis für denjenigen, der ganz weit nach vorne geht. Wir bedanken uns bei Jochen Reisel. Und ich sehe ihn noch nicht. Oder ist er doch da? Doch, er kommt ja, hat sich ein bisschen versteckt, dass er uns dieses hervorragende Zugprodukt zur Verfügung gestellt hat. Jochen, wir wünschen ja alle, das ist nicht der Einzige, und wir wünschen euch allen, auch dem Junior, auch ihrer Frau, ganz, ganz viel Glück für die Zukunft, nicht nur in züchterischer Hinsicht, auch in familiärer Hinsicht. Ja, bleibt alle schön gesund und liefert uns weiter Bullen und genehmigt für diese Qualität. Dankeschön. Ich glaube, wir brauchen noch ein Familienbild mit der Töchter. Ist voll. Die eigenen werden noch nachgeliefert, ne? Oder wie war das? Ach, die Köpfe des Bullen nehmen wir das mal aufs Bild, die eigenen werden noch nachgeliefert. Also der Ehemann nickt eher wie die Frau. Von hinten. Nee, warte mal, danke. Wird das von hinten gut gemacht? Meine Damen und Herren, während hier noch die letzten Feinheiten, das Aufstellen, was das Bildermachen angeht, ablaufen, möchte ich Sie noch mal bitten, das kam eben zwischendurch von meinem Kollegen Andreas schon zweimal zur Sprache. Mit mir. Mit einem richtigen Applaus uns zu bedanken bei diesen jungen Damen und Herren, die hier in der Kulisse, vor und hinter der Kulisse über die letzten 8 Tage einen Top-Job gemacht haben in der Vorbereitung dieser Nachzuchtkühe und in der Betreuung. Und das ist euer Applaus und nehmt ihn bitte mit im Stall zu euren Kolleginnen und Kollegen, die jetzt hier hinstehen dürfen. Ich darf Ihnen sagen, Angerler ist neu, aber viele sind auch schon das zweite und das dritte oder noch öfter dabei. Und wir sind stolz auf euch, dass wir euch jedes Jahr ansprechen dürfen und ihr jedes Mal versucht, Ja zu sagen. Manchmal muss man auch Nein sagen, insbesondere dann, wenn man anfängt zu studieren. Und da gab es auch in den Kulissen schon eine Diskussion, ihr müsst den Schautermin umlegen und die guten Leute mit immer Klausuren schreiben, den Gießen an den Universitäten. Aber ich denke, wir werden mit dem Professor mal reden. Wir haben ja auch einen ganz guten Kontakt zu Herrn König. Er war ja auch mal bei der ZPH beschäftigt für eine kurze Zeit. Und von daher kriegen wir das in den nächsten Jahren dann schon besser in den Griff. Und dann morgen wir uns vorstellen. Ja, so viel, meine Damen und Herren.
zu den Nachzuchten geleiten, über den Fotos jetzt geschossen sind, zu den nächsten Höhepunkten in Aus- oder der Auswahl der Champion Milchrassen Holstein, Braunvieh und Schürze in der Konkurrenz und zwei Nutzungsrassen mit Blackvieh und den DSM-Tieren in der Konkurrenz. Der nächste Höhepunkt und dann darf ich Sie bitten, fühlen Sie sich jetzt schon einen guten Platz, damit Sie als Tonader nicht übersieht, wenn Sie bieten möchten, auf unsere Topseller bei unserer Auktion, die unmittelbar im Anschluss an die Auswahl der Siegerkühe.